bin Jessica von Wieplus Göttingen und ein paar aus unserer Truppe hier. Und auch wenn Sakura, unsere Co-Gründerin, heute nicht hier dabei sein kann, spreche ich auf jeden Fall auch in ihrem Namen. Wir vertreten einerseits das Spektrum der multisexuellen Menschen, das heißt das B für bi-plus-sexuell in LGBTIQA. Und andererseits sind wir die einzige queere Gruppe, die nicht nur über Multikulti und divers spricht, sondern die auch selbst queer-migrantisch ist und Menschen mit unterschiedlichen Diversitätsdimensionen vereint. Und darauf sind wir besonders stolz. Stolz, weil wir es endlich geschafft haben, hier auf der Bühne zu stehen, hier beim Straßenfest einen Stand zusammen mit den Acebacks zu haben und hier bei der Demo unsere Statements zu zeigen. Das Motto des CSD, Our Pride, Our Right, Let's Unite. Aber wir sagen euch was. Our Pride is not your Pride und Our Right or your Rights are not our Right. Let's Unite. Wir lachen drüber. Lachen, nicht weil wir hier wie viele andere Party machen wollen, lachen, weil wir unsere Wut nicht anders zeigen können und lachen, weil wir in unserer Marginalisierung keine Wut zeigen dürfen. Und warum? Wir sind weder in der deutschen Gesellschaft allgemein noch in der Göttinger angeblich so diversitätsbewussten und so woken queeren Community so weit. Und wir nennen es beim Namen. Es gibt hier Rassismus und intersektionale Diskriminierung hier in Göttingen, in der Mehrheitsgesellschaft und in dieser queeren Community. Schockiert euch das? Seid ihr peinlich berührt? Wir hoffen es doch, denn das nennt sich White Fragility. Und hier in Göttingen ist es ja nun mal eine Bubble, wo man alle möglichen Begriffe, die man dazu braucht, auch tatsächlich kennt, im Gegensatz zu anderen Städten. Und das ist genau der Punkt. Die Unbehaglichkeit als weiße, privilegierte, queere Person, so etwas Unangenehmes zu hören, dass es hier Rassismus und intersektionale Diskriminierung nun mal gibt. Euer Bedürfnis, unsere Belange kleinzureden, alles Unschöne unter den Teppich zu kehren und eure Bedürfnisse uns vorzuschreiben, uns zu kritisieren, dass wir überhaupt wütend werden. Denn hier sind noch keine Friede, Freude, Pustekuchen, schöne vereinte Community hier in Göttingen. Hier bei der Organisation von CSD ist ein wunderbares Paradebeispiel. Ja, ironischerweise eine Parade eigener Art. Hier eine kleine Anekdote. Es ging um die Forderung Nummer 5, Initiierung einer landesweiten Förderstruktur für queer-migrantische Selbstorganisation und für Projekte queerer Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte. Diese politische Forderung Nummer 5 ist gut und wichtig. Und es ist wirklich positiv und gut, dass es das Ziel jetzt gibt. Und wir von bi-plus sind sofort dabei. Klar, wir sind die einzige queer-migrantische Organisation hier in der Region und wahrscheinlich auch in Niedersachsen. Aber wie einfach war es für alle, über die Fernrealitäten von geflüchteten Queers zu sprechen, wo die Diskriminierungen klar zu verorten sind? Und wie schwer war es dann doch mit uns hier vor Ort, Queers mit Migrationshintergrund, queeren MigrantInnen und queeren People of Color, zu sprechen? Über uns, aber nicht mit uns. Und wer oder was ist denn dann eigentlich dieses Wir, was wir gerne erzielen möchten, wenn wir diese fernen anderen sind? Wir sind hier, wir sind keine fernen, fiktiven, konstruierten, fremden Gestalten. Wir stehen hier und wir sind alle Teil von Göttingen. Forderungen über uns, die ohne uns geschrieben worden sind. Wir wollten kommentieren und was uns immer wieder passiert ist, wir wurden mittlerweile von 3 verschiedenen queeren Organisationen hier in Göttingen im Laufe eines Jahres dazu angehalten, etwas Kritisches aus unseren Reden, aus unseren Beiträgen oder sogar aus unseren erarbeiteten Konzepten zu streichen, zu zensieren, weil sich vielleicht jemand angegriffen fühlen könnte. Und es ging hierbei um Sätze, die klare Kritik zu rassistischer Diskriminierung in der queeren Community äußern. Das kann ja gar nicht sein. Ihr übertreibt. Nein, das stimmt nicht. Das könnt ihr so nicht schreiben. Das haben wir alles schon gehört dieses Jahr am Telefon, per E-Mail und in Textkommentaren von verschiedenen Seiten. Und das ist wirklich passiert. Egal, ob es jemand von euch nicht wahrhaben will, das bagatellisiert oder das Ganze negiert. Und als wir über diesen Missstand... Moment, mein Text ist flüssig geworden.
uns ausgelassen haben, hieß es wieder, ja, das kann aber nicht sein. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, 4 Stunden mit irgendwelchen Leuten hier aus der queeren Community zu telefonieren und zu diskutieren, ob etwas Tokenism ist oder ob jemand das aus Absicht gemacht hat. Darum geht's nicht. Und das durfte ich die Woche auch noch machen. Mit queeren Aktivistinnen hier aus Göttingen, die heute hier sind. Das heißt, es ist real und es passiert hier. Und ja, es ist unangenehm, aber es ist so. Und unsere Meinung zählt in diesem Fall weniger als eure eigene, sodass eine weiße privilegierte Meinung über eine andere marginalisierte Meinung gestellt wird. Wieder so eine Definition, die man hier in Göttingen durchaus kennt. Seht ihr nicht, was da gemacht wird? Und wisst ihr was? Wir nennen es auch beim Namen. Don't trash our space with your white fragility. Wir streichen nichts, nur weil es irgendwem vielleicht unangenehm sein könnte. Denn am unangenehmsten ist es immer für die Personen, die diskriminiert und marginalisiert werden. Punkt. Das ist keiner eurer, wir sind so aufgeklärt und gegen das Patriarchat und Intersektionalität ist so böse. Das ist unsere Forderung, die aus dem tiefsten unserer Community entstanden ist, aus Erfahrung hier in der Göttinger Community. Und es ist eine ernst gemeinte Forderung. Don't trash our space with your white fragility. Wir wollen unseren safer space, denn euch eure Safer Spaces zu machen, ist schön und nett, aber unser Safer Space ist halt woanders. Wir haben den noch nicht und wir müssen dafür noch kämpfen. Pride ist Protest, nach wie vor und so dringlich wie noch nie. Natürlich gibt es in unserer Gruppe keinen Rassismus, das hören wir ständig hier in Göttingen. Und sorry, es gibt keinen Rassismus, sagt auch die Polizei. Und manchmal hilft bei Selbstreflexion nur mal Selbstironie. Denn wenn das wirklich so wäre, dass es hier keinen Rassismus gäbe in Göttingen, dann wären in allen queeren Gruppen alle möglichen Diversitäten, die es hier gesellschaftlich gibt, vertreten. Aber, wie ihr wisst, das ist es halt noch nicht. Und warum? Das werden wir ziemlich oft gefragt und auch ehrlich gefragt. Wir werden reingeholt, um diese Frage zu beantworten. Warum ist das so? Aber irgendwie kommt es dann immer wieder zu dem Problem, dass keiner die Antworten hören will, weil die Antworten anstrengend sind. Ihr werdet heute noch was von You Are Enough hören. Und wisst ihr was? Das ist auch ein Privileg, das wir noch nicht haben. Wenn wir genug wären, so wie wir sind, würden wir ernst genommen werden. Wenn wir genug wären, wer und wie wir sind, wären wir in allen Gruppen vertreten. Und wenn wir genug wären, so wie wir sind, müssten wir hier nicht zweifach, dreifach, fünffache Bemühungen anstellen, um überhaupt gehört zu werden. Wir kämpfen und wir müssen kämpfen, um überhaupt der Gesellschaft zu genügen. You're enough? Wir lachen once again. We're not enough, not for your white privileged society. Sonst wäre das ganze Trauerspiel hier nicht passiert. Und merkt euch, nothing about us without us. Und das meinen wir ernst. Das sagt sich so einfach. Aber sprecht nicht über intersektionale Belange, über Rassismus, über Mehrfachdiskriminierung, ohne die Betroffenen von der Gesellschaft und von euch zu betroffenen Gemachten zu involvieren. Unsere Türen sind immer offen. Vielleicht nicht bei allen. Wir sind bereit. Seid ihr es auch? Dankeschön.